Herzlich willkommen in der Paulskirche zur diesjährigen Verleihung des Theodor W. Adorno-Preises. Wir haben die Paulskirche immer noch nicht ganz voll, wie Sie sehen, und deshalb haben wir zusätzlich auch einen Livestream eingerichtet, und so möchte ich auch die Zuschauer im Livestream herzlich begrüßen. Ganz besonders möchte ich natürlich den diesjährigen Preisträger Professor Dr. Klaus Teveleit begrüßen. Er ist gekommen zusammen mit seiner Frau Monika Teveleit-Kubale, mit den Söhnen Daniel und Max Teveleit, deren Partnerinnen sowie den Enkelkindern Matti und Lilian und seiner Schwester Helga Mannhardt und deren Partner. Also die Familie Teveleit ist ordentlich vertreten heute hier. Mein besonderer Gruß gilt der Laudatorin Sigrid Löffler. Sie ist eine der renommiertesten Literaturkritikerinnen im deutschsprachigen Raum. Herzlich willkommen, liebe Sigrid Löffler. Auch die Jury möchte ich ganz herzlich begrüßen. Ich sehe Herrn Professor Tillmann Allert, stellvertretend für die Jury. Herzlich willkommen. Für die Familie Adorno, und das finde ich immer ganz besonders schön, dass die Familienmitglieder eben des Preisnamensgebers dieses Preises auch regelmäßig zu dieser Preisverleihung kommen. Für die Familie Adorno darf ich begrüßen Emily und Julius Cavelli Adorno, Dr. Franziska Reinhuber, Dr. Nicolas Reinhuber mit seiner Partnerin. Herzlich willkommen. Ein herzliches Willkommen gilt ferner den Repräsentantinnen und Repräsentanten von Kultur, Hochschulen, Religionsgemeinschaften und den Ehrenträgerinnen und Ehrenträgern der Stadt Frankfurt. Für die Stadtverordnetenversammlung darf ich begrüßen Herrn Dr. Christoph Rosenbaum, Mitglied im Präsidium der Stadtverordnetenversammlung in Vertretung für die Frau Stadtverordnetenvorsteherin. Für die Grüne Fraktion begrüße ich die Stadtverordnete Julia Roschan-Moniri und die Stadtverordnete Mirjane Mahn. Für die CDU-Fraktion begrüße ich die Stadtverordnete Frau Claudia Korenke und für die SPD-Fraktion Frau Stadtverordnete Christina Luxen. Für den Magistrat darf ich begrüßen Herrn Stadtrat Dr. Bernd Heidenreich und Herrn Stadtrat Klaus Möbius sowie die anwesenden Mitglieder des ehemaligen Magistrats. Und natürlich möchte ich ganz herzlich die Musiker begrüßen, die wir eben schon gehört haben. Das sind Adam Goodwin am Kontrabass, Diego Kohn an der Viola, Hans Koch spielt die Bassklarinette und das Sopransaxophon und Luke Wilkins die Geige und die Stimme. Die Stimme hören wir dann später noch. Herzlich willkommen in Frankfurt. Klaus Teveleit steht für Klaus Teveleit. Auf diese Tautologie kommt man zwangsläufig, wenn man sich mit dem Denken und dem Werk dieses bedeutenden und einflussreichen Schriftstellers und Kulturwissenschaftlers beschäftigt, eines inspirierenden Intellektuellen, eines Influencers avant la lettre. Seine Analysen männlicher Gewalt, Fantasien und ihrer echten Destruktivität sind so markant und singulär, dass sie aus den heutigen Kulturwissenschaften überhaupt gar nicht mehr wegzudenken sind. Teveleits Schriften amalgamieren den literarischen mit dem wissenschaftlichen Diskurs zu einer hochproduktiven, originellen Einheit, deren Interdisziplinarität zum Inbegriff zeitgemäßer Geisteswissenschaften geworden ist. Als studierter Literaturwissenschaftler hat Teveleit früh damit begonnen, Psychoanalyse und Populärkultur für seine Forschung fruchtbar zu machen, um eine Erklärung für die fundamentale Frage zu liefern, wie ein aufgeklärter und demokratischer Staat sich in die nationalsozialistische Diktatur verwandeln konnte. Sein Erklärungsmodell war und ist das des soldatischen Mannes, dessen zerstörerische Gewalt er zunächst anhand der Selbstaussagen von Freikorpssoldaten nach dem Ersten Weltkrieg analysierte. Daraus entstand die monumentale Studie Männerfantasien. Was für ein Titel, deren Erscheinen einem Donnerschlag gleichkam und der die damals hochpolitisierte studentische Jugend gleichermaßen faszinierte wie aufrüttelte.
Mit dem Roten Stern hatte Klaus Teweleit für dieses Opus Magnum einen progressiven Verlag hier in Frankfurt gefunden, der bereit war, das mit 1000 Seiten in Länge und Bildgebrauch höchst innovative Buch zu publizieren. Dass diese bahnbrechende Studie von Klaus Teweleit jüngst wieder aufgelegt wurde, hat nicht nur, aber auch mit ihrer traurigen Aktualität in Zeiten rechtsextremer Morde und Attentate und eines globalen islamistischen Terrorismus zu tun. Erneut werden Männerfantasien in ihrer Gewalttätigkeit und Destruktivität befeuert. Dazu schreibt Teweleit, ich zitiere aus dem Nachwort der Neuauflage: Nach wie vor ist es, dass im verborgenen oder auch offenen Zentrum aller männlich-terroristischen Aktivitäten auf der Welt eine mörderische Anti-Weiblichkeit tobt. Ihre neue Relevanz erhalten solche Bewegungen durch das Netz. Was vorher als Sektierertum unterging in der unübersehbaren Gesamtheit der Erscheinungen, versichert sich durch das Netz seiner weltweiten Bedeutung. Zitat Ende. Teweleits Verhältnis zur kritischen Theorie und speziell zu Adorno dürfen wir wohl dialektisch nennen. Das wussten die Mitglieder der Jury natürlich, als sie ihre Entscheidung getroffen haben. Jedoch muss man klar betonen, ohne Adornos Schriften ist ein Werk wie dasjenige von Klaus Teweleit undenkbar. Er hat selbst jüngst erwähnt, dass es Adorno war, der ihn als eine Art intellektueller Arzt mit seiner Warnung vor dem Jargon der Eigentlichkeit vom Heideggerianismus geheilt habe. Für meine Generation darf ich sagen, ohne Teweleits Schriften wären die deutschen Geisteswissenschaften aus ihrer Provinzialität nicht herausgekommen und wir hätten uns wohl nicht so leidenschaftlich ins Germanistik oder andere literaturwissenschaftliche Studien gestürzt. Und ich darf Ihnen, lieber Klaus Teweleit, an dieser Stelle auch die herzlichen Grüße des Oberbürgermeisters ausrichten, der sich freut, dass er Sie heute Nachmittag noch kennenlernen darf und der selbst das Glück hatte, dass eine Lehrerin, seine Deutschlehrerin nämlich, ein Fan von Ihnen war und die Oberstufenschüler damals mit Teweleit-Lektüre versorgt hat. Also ein Glück, wer gute Lehrer hat, und lieber verehrter Klaus Teweleit, im Namen der Stadt Frankfurt darf ich Ihnen nun ganz herzlich gratulieren zur Verleihung des Theodor W. Adorno-Preises in diesem Jahr 2021 und ich freue mich über einen ausgesprochen würdigen Preisträger. Lieber Klaus Teweleit, liebe Monika Teweleit-Kubale, meine sehr verehrten Damen und Herren, kann man heute noch jemanden begreiflich machen, welch überwältigenden Eindruck damals vor fast 45 Jahren Klaus Teweleits Männerfantasien auf Leute meiner Generation gemacht haben. Dieses Buch hat seine Leserschaft elektrisiert, denn es hat sie herausgefordert, den Blick auf sich selbst, auf die Geschichte und auf die Welt zu ändern. Zu lesen war hier zunächst eine neuartige Faschismusdeutung, in der Geschlechterpsychologie, Patriarchatskritik und Gewaltdiskurs zusammengedacht wurden. Männerfantasien lieferte eine große ideologiekritische Untersuchung über Selbstbild und Frauenbild faschistischer Männer der 1920er Jahre, so wie sich diese aus der zeitgenössischen Freikorpsliteratur, den Selbstzeugnissen von Angehörigen paramilitärischer Kampfbünde in der Weimarer Zeit herausfiltern ließen. Bei intensiverer Lektüre wurde dann deutlich, womit man es hier eigentlich zu tun bekam, nämlich mit einem alle akademischen Grenzen überschreitenden Diskursepos über die Vieldeutigkeiten und Ambivalenzen männlicher Affektivität bei Angst,
Begehren, Macht, Gewalt und Terror. Dieser Großessay kreiste um den Zusammenhang zwischen Mannsein und Deutschsein, betraf aber auch jemanden wie mich, eine nichtdeutsche Frau, ganz existenziell. In der Lektüre dieser summa cum laude ausgezeichneten literaturwissenschaftlichen Doktorarbeit von 1977 eröffnete sich etwas, das es bislang nicht gegeben hatte. Hier wurde aus der Freikorpsliteratur, die von der Wissenschaft bisher kaum beachtet worden war, eine postfreudianische Faschismustheorie entwickelt, basierend auf der Analyse der Modellierung männlicher Emotionalität im Patriarchat. Faschismus wurde als Grenz- und Extremfall männlicher Herrschaft gedeutet, als eine Art Mangelerkrankung der männlichen Psyche, die mit Aggressivität auf die Furcht vor dem Weiblichen und damit die Angst vor der Ich-Auflösung reagierte. Mit Gefühlspanzerung und Gewalt gegen sich selbst und andere, nicht zuletzt gegen Frauen, um derart männliche Selbststabilisierung zu gewährleisten. Zugleich zog dieses Buch Entwicklungslinien bis ins Heute, ließ sich auch lesen als Kommentar zum Geschlechterverhältnis von Männern und Frauen in der Gegenwart, der damaligen Gegenwart. Wie gegenwartsrelevant diese Angst-, Lust- und Gewaltfantasien soldatisch zugerichteter Männer der Weimarer Zeit erschienen, das wurde erkennbar schon daran, dass diese Analyse faschistischer Texte durchwegs im Präsens geschrieben war. Männliche Leser mögen sich durch die Lektüre veranlasst gesehen haben, den faschistischen Mann in sich selbst zu suchen. Ich meinerseits fühlte mich durch Männerfantasien auf doppelte Weise angesprochen. Zum einen wegen der klaren Herleitung und Benennung der Machtverhältnisse zwischen Männern und Frauen. Schließlich war ich als Frau im Männerberuf Journalismus täglich mit männlichen Projektionen konfrontiert. Und zum anderen wegen der Bedeutung, die hier der Psychoanalyse beigemessen wurde. Eine Genugtuung, nachdem die Psychoanalyse Zeit meines Studiums an der Wiener Universität wegen des dort fortdauernden Freud-Boykotts als Irrlehre verpönt und geächtet war. Hier jedoch fungierte die Psychoanalyse als zentrales Erkenntnisinstrument, auch wenn sich der Autor unter Berufung auf den Anti-Ödipus von Deleuze und Guattari von Freud absetzte, indem er seinen Fokus auf das präödipale Unbewusste, die Wunschmaschine, richtete und vor allem die präödipalen Impulse seiner faschistischen Textmänner analysierte. Hinzu kam als Novum für eine akademische Dissertation die völlige Absenz jeder zwanghaft akademischen Sprachlichkeit. Für seine Mentalitäts-, Medien- und ideengeschichtlichen Kulturkritik hat sich der Autor einen ganz eigenen, singulären Schreibstil zurechtgelegt, provokant, antiakademisch, anarchisch, aber zugleich angereichert mit vielerlei gelehrten Theorien. Dieser Text verzweigte sich meandernd in viele Richtungen und uferte scheinbar unmethodisch und wie improvisierend aus in einem unbändigen, assoziativen Erzählstil, der sich über alle Sprachregelungen etwelcher Denkschulen hinwegsetzte, befreit von allen Eindämmungen und Regulierungen genormter Wissenschaftsprosa. In einem unverschämt lockeren Parlando bahnte er sich seine ganz eigenen Argumentationspfade und Theoriewege. Diese Sprache hatte das germanistische Seminar, dem sie entlaufen war, hinter sich gelassen, weit hinter sich gelassen. Der Text war gespickt mit Anmerkungen, Abschweifungen und Exkursen, wobei die digressiven Bewegungen die progressiven nie aus den Augen verloren, sie vielmehr munter in Schwung hielten. Ihrem Fußnoten- und Annotierungsapparat zum Trotz glich diese Prosa eher einer multimedialen Jam-Session als einem akademischen Zunft-Opus. Das war überraschend, das war erfrischend, befreiend, unendlich anregend und lustvoll zu lesen.
Ein wahres Materialgewitter von Texten, Bildern und Illustrationen ging da auf die Leserin nieder. Die unterschiedlichsten Diskursformen und Bildwelten verbanden sich zu einem exuberanten, zweibändigen Schrift- und Bilderbuch, wobei narrative und illustrative Mittel assoziativ, kommentierend oder widersprechend, aber völlig gleichwertig eingesetzt wurden. Text- und Bildmaterial wurde kollagiert, wie in einem Film montiert und in Assemblagetechnik arrangiert zur wechselseitigen Erhellung. Auffällig war insbesondere die Aufwertung der Populärkultur. Parallelströme aus Trivialmythen, Werbung und Kulturindustrie flossen mit ein, aus Popmusik, Kino, Comics und Fernsehen. Angezapft und zur Sprache gebracht wurden auch die jeweils zugehörigen Pornografien hinter den Produkten der Pop- und Werbewelt. Zum Vorschein kam das pornografische Unbewusste der Trivialkünste, der Pop-Ästhetiken und der politischen und kommerziellen Reklame-Ikonografien. Schundliteratur avancierte zum Gegenstand ernsthafter Untersuchung, wurde einem Close Reading unterzogen und durfte ihren Ludergeruch verströmen. Klaus Teweleits Arbeit stützte sich also wie selbstverständlich auch auf anrüchige und in Academia verpönte Quellen. Wo kam das her? Wer war dieser Autor? Aus welchen Erfahrungen und Erkenntnissen speiste sich dieser unerhörte Schreibstil? Klaus Teweleit selbst hat sich mehrfach zu den Hintergründen und Umständen seiner Sprachfindung erklärt und über seinen intellektuellen Entwicklungsweg aus einem faschistischen Elternhaus und einem linksalternativen studentischen Milieu Auskunft gegeben. Schon die Vorbemerkung zu Männerfantasien lässt erkennen, dass diese Arbeit nicht allein von akademischem Interesse geleitet sein würde. Die eigene Herkunft aus einer ostpreußischen Flüchtlingsfamilie wird da offengelegt. Der brutal prügelnde Vater, Eisenbahner und Eisenbahner mit Leib und Seele und überdies ein ziemlich guter Faschist. Die zwiespältige Mutter, die fand, dass so etwas sein musste, es aber milderte. Amerika wird erwähnt als Chiffre für alle transatlantischen Massenkünste von Kino über Jazz bis Popmusik, die auch in der Nachkriegszeit diesem jungen Deutschen offenbarten, die sich in der Nachkriegszeit diesem jungen Deutschen offenbarten und seine Denk- und Erlebnisräume imprägnierten. Nicht zuletzt wird die Ehefrau Monika mit einer zärtlichen Erwähnung bedacht. In späteren Texten aus den 1990er Jahren steuerte Teweleit dann weitere Erläuterungen zu seinem intellektuellen Werdegang bei. Demnach hat seine Generation, die studentische 68er Jugend, ihre theoriesprachlichen Begriffe allesamt jenen Wissenschaften entnommen, die im Nationalsozialismus als jüdisch verfemt waren: dem Marxismus, der Psychoanalyse und der kritischen Theorie. Ihre Sprache war ein Amalgam aus den Sprechweisen verfolgter Juden, ein Amalgam aus Marx, Freud und Adorno. Dies im Gegensatz und in bewusster Opposition zur verlegenen und verlogenen Sprache, mit der die Elterngeneration die eigene NS-Vergangenheit tabuisierte, entweder durch verdruckstes Umschweigen und Vertuschen oder durch den Versuch, den Nationalsozialismus zu bagatellisieren. Da die Elternsprache somit unbenutzbar geworden war, lebten die 68er laut Teweleit aus einem, Zitat, zwanghaften Gefühl des Nicht-Deutsch-Sein-Wollens heraus. In einer Art Sprachverbannung, einem selbstverordneten sprachlichen Exil. Zu den Sprechweisen von Marx, Freud und Adorno trat als Ausweichsprache die Zweitsprache Englisch hinzu, das autochthone Idiom der Popkultur. Im Rock'n'Roll-Englisch der Elvis-Ära, in den Rätseltexten von Bob Dylan-Songs
Und den Kinodialogen des amerikanischen Western fand diese Generation ihre spezifische Kommunikationsform, ihren generationellen Geheimcode. Teweleit beschreibt das so, Zitat, die Nachkriegslinke ist aus Amerika gekommen, nicht aus einer Verarbeitung der kommunistischen Linien. Amerikanische Artistik, Gedichte, Songs, Bilder, Sounds haben uns geboren, niemand sonst. Eigentümlich war diesem Konglomerat von Sub- und Gruppensprachen, die da aus allen Ecken und Winkeln des Untergrunds gehoben wurden, dass sie, Zitat, aus gleichermaßen exterritorialen Bezirken kamen, öffentlich geächtete Sprachen und Klänge waren, ausländische Sprachen, Sprachen von Feinden, undeutsche Sprachen. Das Entscheidende war also die all diesen diversen Idiomen gemeinsame Verpöntheit. Und eben dieser Rekurs auf das Verpönte wirkte befreiend. Das studentische Biotop, in dem Teweleit sich politisierte, war der SDS. An der Universität Freiburg schloss er sich 1967 dem Sozialistischen Deutschen Studentenbund an und ging durch dessen harte Praxisschule mit ihren Demos, Sit-ins, Protestaktionen und Endlosdiskussionen. Nach der Auflösung des SDS erlebte er in den 1970er Jahren dann aus der Nähe und am eigenen Leib den Zerfall der linksalternativen Szene in RAF-Radikalismus bis hin zum Terror hier und Zersplitterung in verfeindete K-Gruppen dort. Teweleit hatte da längst mit den Genossen von einst gebrochen. Angewidert und abgestoßen von deren Agitations- und Gruppenzwängen, deren intellektueller Verknöcherung und autoritärer Sprachverengung, die auch ein Symptom ihrer Denkverengung in Dogmatismus und orthodoxem Starrsinn war. Damit emanzipierte sich Teweleit auch ein Stück weit von den intellektuellen Leitfiguren seiner Generation, den Sprach- und Denkpaten der 1968er. Poststrukturalistische Denkfiguren wurden maßgeblicher als marxistische. Die freudianische Psychoanalyse wurde durch postfreudianische Ansätze weitergedacht. Und die Auseinandersetzung mit den Faschismustheorien der Frankfurter Schule stand vor allem im Zeichen der Abgrenzung zu Teweleits eigener Faschismustheorie, was ihm die wütende Gegnerschaft dogmatischer Adorniten eintrug, die sich zur Verteidigung der Adorno-Orthodoxie aufgerufen fühlten. 1977 war das Jahr einer Epochenschwelle, ein Umbruchspunkt der Moderne auf dem Weg zur postmodernen Pluralisierung der Denk- und Lebensweisen in 1000 Plateaus. Und dieses Jahr war markiert durch das Erscheinen der Männerfantasien auf der einen Seite und durch die Niederlage der radikalen Linken auf der anderen, Stichwort Deutscher Herbst. Männerfantasien avancierte nicht zuletzt dank Rudolf Augsteins monumentaler Jubelrezension im Spiegel zur berühmtesten Doktorarbeit Deutschlands, wurde in der Folge ein Best- und ein Longseller und das Theoriekultbuch einer ganzen Generation. Der Autor wurde über Nacht zum Star-Intellektuellen, zur diskursprägenden Leitfigur der Nach-68er, gefeiert als inspirierender und eigenwilliger akademischer Außenseiter, als Gelehrter ohne Amt. Für mich ist Klaus Teweleit die erste große Beispielfigur für eine sehr deutsche Erscheinung, nämlich den exterritorialen Gelehrten sui generis. Von denen, die die akademischen Leitlinien definieren, observieren und verwalten und sich stets hinter einer universitären Exklusivität verschanzen können, von der Professorenzunft bestallter Lehrstuhlinhaber also, werden diese genialischen Nonkonformisten meist scheel angesehen und nicht selten sogar in ihrem wissenschaftlichen Fortkommen behindert. Seitens der universitären Zunftgenossen widerfährt ihnen eher Ächtung als Achtung. Spät, wenn überhaupt, werden sie in akademische Lehrämter berufen, oft bleiben sie unberufen und außen vor. Und doch
verdanken unsere Geistes-, Kultur-, Sozial- und Medienwissenschaften gerade solchen freischaffenden Außenseitergelehrten bahnbrechende Werke, manche davon längst Klassiker der Dissidenz, von Aufschreibesysteme 1800, 1900 und Musik und Mathematik bis Verhaltenslehren der Kälte und von der dreibändigen Kafka-Biografie bis zu Das Prachtboot. Die Reihe solch innovativer, aber nicht als zünftig erachteter Extramuros-Werke, diese Reihe nahm mit Männerfantasien ihren Anfang. In den Jahrzehnten seither haben sich die Diskurse allmählich verlagert. Es kam zu Umgewichtungen in der Relevanz der wissenschaftlichen Disziplinen und Forschungsfelder. Die Historiographie richtete ihre Aufmerksamkeit neben der NS- und Faschismusforschung vermehrt auf die Sozial-, Mentalitäts- und Wirtschaftsgeschichte und rückte die Erforschung des Kolonialismus, insbesondere der deutschen Kolonialgeschichte, immer mehr ins Zentrum. Kulturgeschichte und Medienwissenschaften erleben einen bemerkenswerten Aufstieg. Kognitionswissenschaft hat allmählich die Psychoanalyse als Leitwissenschaft verdrängt. Klaus Teweleit blieb von diesen Schwerpunktverschiebungen nicht unberührt. Er hat sich auf dem Erfolg seines Opus Magnum nicht ausgeruht, er hat ihn allerdings auch nicht wiederholt. Als freier Kulturwissenschaftler, Freistil-Kulturwissenschaftler, arbeitet er seit Männerfantasien weiter an seinem Hauptgeschäft, der Geschichte der Männlichkeit und der Körpergeschichte und der Fortschreibung seiner Theorie der männlichen Gewalt in Politik, Kunst, Literatur, Mythos und Geschichte, wobei sich sein Augenmerk immer zwingender auf die Geschichte der Kolonialismen verlagert. Sein Stil, sein unnachahmlicher Sound, mit dem er sich durch seine Materialien rockt und rappt, ist inzwischen zu seinem Markenzeichen geworden. Buchstäblich alles kann ihm zum Werkstoff wissenschaftlicher Erkenntnis werden. Und er kann dieses Text-, Bild- und Mythenmaterial so eindrücklich zum Sprechen, gelegentlich auch zum Orakeln, bringen wie kaum jemand sonst. Seine spezifische Art der Geschichtsschreibung, die auch Mythologien, Mentalitäten, Lebensweisen, Literaturen, Pop, Comics und Computerspiele und unterschiedlichste Wissenschaftsdiskurse mit einbezieht, die erstreckt sich nun auf die ganze Welt und bis hin in die Vorgeschichte und die vorhomerischen Mythen hinein, fokussiert nunmehr auf die Macht- und Gewaltausübung von Künstlern sowie von Eroberern. Seine unersättliche Weltneugier und Erkenntnis und sein Erkenntnishunger und seine Wissensgier machten aus dem bekennenden Allesleser und Allesverwerter Teweleit eine intellektuelle Einverleibungsmaschine, die sich unentwegt neue Wissensgebiete erschließt. Von der neolithischen Revolution über den Ursprung der Oper bis zu den Synapsenverschaltungen in der Hirnforschung. Seine Werke sind allesamt miteinander verzahnt, in ihnen greifen die Leiterzählungen aller Epochen ineinander. In seinem dreibändigen Buch der Könige entwickelt er am Modell des Mythos von Orpheus und Eurydike die These, dass männliche Kunstproduktion im Patriarchat durch Frauenopfer erkauft wird, was an vielen Fallbeispielen nachgewiesen wird durch Close Reading der Texte von Dante bis Ezra Pound und von Gottfried Benn und Knut Hamsun bis Bert Brecht. Und quasi als Spin-off aus dem Buch der Könige ist der gewaltig ausufernde Pocahontas-Komplex hervorgegangen. Das vierbändige Buch der Königstöchter, in dem 25 Jahre Arbeit stecken. Darin hat Teweleit sein Lebensthema der autoritären Männergewalt nun zu einer Theorie der Medien und der kolonialen Eroberungen ausgeweitet. Demnach geschehen koloniale Landnahmen durch indoeuropäische Eroberer mit Hilfe und auf Kosten der Körper indigener Frauen, die zu ihnen überlaufen.
Königstöchter und Mittlerfrauen allesamt. So dehnt der Autor seine Frauenkörpermetapher auf den Kontinentkörper und schließlich auf den kolonialen Weltkörper aus. Und es gelingt ihm, autoritäre Gewalt in all ihren grausamen Erscheinungsformen zu untersuchen, ohne selbst ihrer Faszination zu verfallen. Inzwischen wird unsere Gegenwart heimgesucht, Frau Hartwig hat es schon erwähnt, von einem neuen Typus von Gewalttätern unterschiedlicher ideologischer und religiöser Observanz, aber vergleichbar in Fanatismus und Tötungslust. In ihnen lassen sich auf geradezu unheimliche Weise die frauenfeindlichen, faschistischen, soldatischen Männer wiedererkennen, die Teweleit schon vor mehr als einem halben Jahrhundert beschrieben hat. Seine Doppelthematik Faschismus und Gewalt ist in neuem Gewand in die Zeitdiagnostik zurückgekehrt. Mit anderen Worten, ein imposantes Oeuvre wird hier heute ausgezeichnet, das schwierig zu etikettieren ist. Womit haben wir es hier zu tun? Mit einem Psycho-Mytho-Historien-Epos, einem Theorie-Abenteuer-Roman, jedenfalls mit einem Werk ohnegleichen, einem uferlosen, sich selbst entgrenzenden und womöglich unabschließbaren Projekt, einem Work in Progress über Männergewalt und Frauenleiber, über Kunstmythen und Machtmythen. Lieber Klaus Teweleit, ich gratuliere Ihnen von Herzen zu diesem Preis. Danke vielmals. Ich nehme das Mikro gut. So. Vielen Dank für die fantastische Laudatio, liebe Sigrid Löffler. So, lieber Klaus Teweleit, wir kommen nun zur offiziellen Preisübergabe. Und ich darf aus der Urkunde vorlesen. Die Stadt Frankfurt am Main verleiht den Theodor W. Adorno-Preis des Jahres 2021 an Herrn Professor Dr. Klaus Teweleit. Mit dieser Auszeichnung ehrt sie einen der einflussreichsten und zugleich originellsten deutschsprachigen Literatur- und Kulturtheoretiker. Der Preisträger arbeitet seit den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts konsequent an Themenkomplexen, die bis in die unmittelbare Gegenwart wirken. Sein zweiteiliges Werk Männerfantasien über die Körperpolitik des Faschismus erschien 1977 und gilt seitdem als Standardwerk kritischer Gesellschaftstheorie. Die Verpanzerung des soldatischen Körpers als Abwehr des Weiblichen bildet den Nukleus seines Denkens. Von der Körperpolitik des Faschismus bis zum rechtsradikalen Terror unserer Tage zeichnet Teweleit erschütternde Kontinuitätslinien nach. Wie Adorno überschreitet er, so spielerisch wie ernst, die Grenzen der Wissenschaft. Sein wucherndes Narrativ, das von den dunkelsten Seiten der Menschheit handelt, zielt auf einen Akt der Befreiung, der das Bekenntnis zu Kunst und Sinnlichkeit einschließt. Frankfurt am Main, 11. September 2021, Peter Feldmann, der Oberbürgermeister. Ich darf ganz herzlich gratulieren. Ja. Thank you.
ist der dritte Band. Bisschen schwer, ne, da anzuschließen, was Frau Löffler gesagt hat. Ne, man erkennt sich wieder und natürlich auch, na gut, man ist ja mehr als einfach die schreibende Person und sie haben alles Mögliche angerissen. Einiges brauche ich auch glücklicherweise nicht zu wiederholen, was ich gesagt hätte am Anfang zu meiner Familiengeschichte, brauche ich nur kurz darauf rekurrieren, aber erstmal natürlich wahnsinnig herzlichen Dank für die Laudatio, liebe Frau Löffler, ja, liebe Anwesende, alle an die Stadt Frankfurt natürlich und Oberbürgermeister Frau Hartwig, die Jury, zu der Sie ja auch gehört haben, ne, wenn ich richtig orientiert bin, ne, Dank natürlich auch im Namen meiner Frau, die an all meinen Sachen in enger Weise beteiligt ist. So, ich habe viel weniger Zeit zum Reden bekommen, als ich eigentlich dachte, dieser begrenzten Veranstaltung. Deswegen ist der Redetext, den ich geschrieben habe, ein längerer Text, den kann ich ja nicht ganz vortragen, aber den wird die Stadt Frankfurt ins Netz stellen. Man kann das da alles also genauer nachlesen, was ich jetzt nur, ich hoffe, ein bisschen mehr als anreiße, aber nicht so ausführen kann, wie ich es mir eigentlich gerne gewünscht hätte. So. Also über diesen Text habe ich geschrieben, über Exile. Und an diesem Faden werde ich auch dranbleiben, andere Sachen überschlagen. Adorno notierte 1934 über seine Situation: Meine Arbeit an der Universität hörte schon Frühjahr 1933 auf. Die Venia Legendi, also das Recht zu lehren, verlor ich im Herbst vorigen Jahres an meinem 30. Geburtstag. Dann kam ich in Berlin in Kontakt mit der Vossischen Zeitung. Ich machte mir Hoffnung auf die Kritikerstelle, aber der Tod der Zeitung hat diese Hoffnung mitgenommen und ich denke, es war gut so, obwohl ich mich an die Möglichkeit verzweifelt klammerte, da ich um jeden Preis in Deutschland zu bleiben suchte. Als es dann aber gar nicht mehr ging und eine Möglichkeit, eine nach der anderen, auch die bescheidenste mir genommen war, selbst Musikunterricht durfte ich nur noch Nicht-Arien erteilen, habe ich mich doch entschlossen zu gehen und begab mich im Frühjahr 1934 nach London. Exil, Unfreiwilliges, hängt als transparent über dem Leben Hunderter und Tausender Denker und Kunstschaffender nicht erst des 20. Jahrhunderts. Von Georg Büchner, Heinrich Heine, Karl Marx hin zu Sigmund Freud, Thomas Mann, Bert Brecht, Hans Eisler, Arnold Schönberg, Margret Mahler, Anna Freud,
Nelly Sachs, Else Lasker Schüler, Hannah Arendt, Fritz Lang, Max Ernst, Max Beckmann, Walter Benjamin, Raoul Hilberg, um nur einige der schier endlosen Anzahl der Namen Geflüchteter, deren hohe Bedeutung für unser Leben außer Frage steht, in Ihnen, liebe Zuhörerinnen, aufscheinen zu lassen. An der Spitze dieses langen Zugs historisch Ovid, weg aus der Weltzentrale Rom, verschifft ans Schwarze Meer, wo er dann auch starb, dessen Schriften weitgehend das lateinische Mittelalter bestimmen und Dantes göttliche Komödie ebenfalls entstanden im Exil nach 1300 in ähnlicher Wirkung für die Zeit danach. Unter ihnen sehr viele Juden, religiös Praktizierende oder auch nicht. Und sehr oft sind die Werke der Exilierten, die später ihren Ruhm begründeten, im Exil entstanden. Bei Adorno die Dialektik der Aufklärung und auch andere. Also Denken in der Fremde, Kunst in der Diaspora, im sogenannten Bodenständigen finden sie sich selten. Produkte von Vertriebenen heißt, Denken ist nicht normal, Kunst wächst nicht gut auf Heimatkrume, wenn überhaupt je. Muss ich in die Kürzung gehen. Und das. Ja, Exil anderer Art 2. Heimatvertriebene, dieses Wort will ich natürlich noch nachholen für meine Eltern und unsere Familie mit 6 Kindern, die sie dann durchbringen mussten in Schleswig-Holstein. Exil kam nicht vor als Wort bei uns, aber eben Vertriebene und Heimat. Gegen Thomas Mann wurde gesprochen und andere, die abgehauen waren und sich ihrer Verpflichtung, dem Deutschen Reich zu dienen, entzogen hatten. Die Juden waren zu Recht vertrieben worden aus unserem Land, fanden sie. Ein paar zu viele ermordet, vielleicht, fand unser Vater. Kam man darauf zu sprechen, gab das erst Schweigen, später Wutanfälle, Lebensgefahr. Nicht übertrieben, das Wort. Mit 14 spätestens kriegte man dies und das mit über das, was im Dritten Reich passiert war, woran die Alten direkt oder indirekt, nö, direkt erfuhr man nicht, indirekt beteiligt waren. Das spitzte sich zu, dass man aufgrund dieser Bedrohlichkeit der Situation mit den Alten das Sprechen mit ihnen einstellte. Mündend in die Frage, als wir einigermaßen schließlich Bescheid wussten, wie kann man ein Deutscher sein? Wie ins Leben kommen als Angehöriger dieser Verbrechernation? Wie einer nicht-deutschen Person unter die Augen treten mit dieser Geschichte. Das Sprechen mit den Erwachsenen, mit den Alten, nicht nur den eigenen Eltern, wurde eingestellt. Etwa oder sogar verlernt, sage ich. Mit etwa Alter 14 bis 27 erinnere ich mich nicht, irgendein Wort freiwillig mit irgendeinem Erwachsenen gesprochen zu haben, außerhalb des unbedingt Notwendigen. Wir waren in einer Sorte im eigenen Land exiliert ins Exil der Gleichaltrigen. Alle Sprache, alles Sprechen war übergegangen an Freunde gleichen Alters. Gelesen im Laufe der Jahre, Traumdeutung mit 18, 19, Brechts Kleines Organon war aus der Schule bekannt, Kommunistisches Manifest hatte ein junger Referendar mitgebracht. Henry Miller bekamen wir damals noch illegal in die Hand über den Sohn des damaligen Vertreibers dieser verbotenen Bücher in Deutschland. Philosophisch fast nur Camus, bisschen Sartre, bisschen Kant, aber Camus. Mythos von Sisyphos, der Fremde, das gab einen angemessenen textlichen
Boden oder Hintergrund für diese Art Traurigkeit gegenüber der Geschichte des eigenen Landes, der Menschen und der Absurdität von Leben. Also eine andere Art Exil, natürlich nicht zu vergleichen mit dem, die vor den Nazis ins Ausland geflohen waren, aber isolierte, halb exilierte im eigenen Land. Die Erwachsenen waren von uns erkannt als manifest Verrückte. Somit Fremde in der eigenen Kultur, wie die Verrückten das nannten, und der Rest war angeblich ohne diese Kultur, der Russe und noch mehr, die Neger, deren Musik wir ständig hörten, alles Folgen von Verjudung. Vom Ausmaß des systematischen Mordens allerdings wollten sie keine Kenntnis gehabt haben, eben etwas zu viele umgebrachte. Also. Wir selbst fantasierten uns an Biertheken als edle Halbkriminelle, den perfekten Bankraub ausbaldowern, ohne Tote, ohne Gewalt, das würden wir hinkriegen und dann mit dem Sack voll Geld abhauen ins nazifreie England. Mit diesem Inventar bin ich auf die Universität gekommen, 1962. Die Germanistik enttäuschend, Literatur eben nicht, sondern sekundär, Bibliografien, Bürokratenkram, schnell weg da, untergetaucht in der Studentenbühne. Wir spielten die französischen Absurden, Ionesco, Oliberti, Tardieu, Kafka, Beckett, Endspiel. Dann auf einem Uniflur ein Aushang, ein Seminar vom Wesen des Grundes, angekündigt von einem Professor Bröcker, Text von Herrn Heidegger. Das hat Sigrid Löffler eben schon angedeutet, wie das ging. Ich ging dahin, da saßen merkwürdige Leute, die sich an dieser merkwürdigen Sprache delektierten, mit der ich, die ich verdreht und in allem unangemessen empfand. Und schneller mit dem Urteil, der Mann kann nicht schreiben. Ja, und dann gab mir jemand den Tipp auf dieses Büchlein hier, Theodor W. Adorno, Jargon der Eigentlichkeit zur deutschen Ideologie. Ja, also das, man sehen, das sieht auf jeder Seite ungefähr so aus. Ja, das habe ich noch. Ne? Unterstrichen, absatzweise, überall, ne, grob, wenn man keinen Bleistift zur Hand hatte, wie ich damals war, in die Büchereien, was ich später dann natürlich aufgegeben habe, als mir Leute beibrachten, das sei unanständig gegenüber den Büchern. Was es ja auch ja, mehr oder weniger ist. Also, das gelesen habend war klar, Heidegger, na, wo habe ich denn hier das, diese Seiten, muss man nicht schon alles ganz verlegt haben, nein. Also Adornos Kritik an Heideggers Sprache lief darauf raus, das kann man in einem Satz sagen, in dieser Sprache könne man überhaupt nicht denken, sie sei schlicht nicht geeignet für Philosophie, eine Verfallsform von Sprachen, Zitat, nur noch dazu da, die Menschen von dem abzuhalten, was sie etwas angeht. Zweiteilung zwischen Zersetzendem und Aufbauendem, mit welcher der Faschismus den kritischen Gedanken abschnitt. Adorno, da war das Kennwort faschistisch. Der hier schrieb, bekämpfte in Heideggers Schreiben das Faschistische, festgemacht auch an dessen Lobpreis der Bodenständigkeit, von Adorno verhöhnt als Bauernsymbol aus sechster Hand. Heideggers Einordnung, wie der Zitat, in den hitlerschen Führerstaat war kein Akt des Opportunismus, sondern folgte aus einer Philosophie, die Sein und Führer identifizierte. Also um dies festzustellen, 1963 brauchte man, wie Adorno zeigt, weder Heideggers schwarze Hefte noch die Zitate aus seiner Rektoratsrede 1934. Mein Vertrauen in Adornos Urteil war sogleich das höchste. Der schönste Satz in Adornos Heidegger-Attacke, dessen Gerede von prästabilierter Harmonie, Zitat, wolle den Verdacht übertäuben, der Philosoph könnte ein Intellektueller sein.
Der Philosoph, der Angst hat, er könnte als Denker erkannt werden, nicht weniger als ein Knockout. Also, dann machte ich mich etwas kundig über Adorno und sah erstaunt Geburtsjahr 1903, nur 2 Jahre entfernt von meinem Vater 1901. Die erste Erwachsenenstimme im politisch-denkerischen Raum, die mir ernsthaft vorkam. 1964. Aus ihm sprach außerdem das Denken Sigmund Freuds, dessen Traumbuch zu einer Art Startrampe geworden war fürs eigene psychoanalytische Dilettieren, gegenseitige Traumdeutung als Kneipenroulette für die späte Stunde. Ich habe etwas übersprungen dabei. Nämlich, zwar konnten wir den hessischen Rundfunk nicht hören, in dem seit 1960 Adornos Stimme des Öfteren zu hören war, empfangen konnten wir dafür die Besatzungssender BFN und AFN. Dort kam Amerika, wie Sigrid Löffler schon erwähnt hat, mit Rock'n'Roll, Jazz, das Kino dazu. Hinter dem Rock'n'Roll schnell bald entdeckt die Bluesform, die 12-taktige. Big Bill Brunsie, Lightnin' Hopkins kamen dazu, die schwarzen Sängerinnen, Bessie Smith, Billie Holiday, Sarah Vaughan. Mit 18, wo man als Jüngling der ominösen Mannwerdung sich nähert, war ich den Nachkommen der amerikanischen Sklavenkultur näher als allen normalen weißen Deutschen. Wenn ich heute unter das Label alte weiße Männer gereiht werde, stimmt das immerhin nicht ganz, da ich nie einfach ein junger weißer Mann war. Auf meiner zweiten LP, die ich besaß, sang Roy Eldridge "What did I do to be so black and blue?" Ich sang das mit. Schwarz war meine Hautfarbe nicht, aber der Körper innen ziemlich schwarz und blue sowieso. Black Roots hatten wir nicht, aber das Gefühl, die tollsten Menschen auf Erden sind schwarz und sind Musiker. Und damit blitzt es natürlich in ihrem Kopf schon jetzt einige Momente, ja, sozusagen der Funkenschlag zum Kurzschluss in dieser Rede. Denn wer von Ihnen wüsste nicht, dass Theodor W. Adorno in den USA gelernt hatte, die Produkte der amerikanischen Unterhaltungsindustrie abgrundtief zu verachten, und zwar unter dem Transparent barbarisch. Das frisch gekürte Wort Subkultur machte Adorno geradezu wütend. Ich komme darauf gleich nochmal zurück. Vorher, Sprung, Hintergrund allen Denkens und Schreibens Adornos nach dem Krieg ist aber nicht einfach Exil, sondern jenes, von dem geplant war, niemanden von dort zurückkommen zu lassen, Auschwitz. Auschwitz nicht nur als Zentralort der fürchterlichsten Formen der Vernichtung der europäischen Juden durch die Deutschen, sondern Auschwitz als Inbegriff für den Vorgang Barbarei innerhalb der europäischen Kultur der Aufklärung. Diese, das Abendländische, sei durch Auschwitz zurückgefallen in den Zustand der voraufklärerischen, der vorzivilisatorischen Barbarei, und dies sei ein Zug angelegt in dieser bürgerlichen Aufklärung selbst, so entfaltet von Adorno und Horkheimer in der Dialektik der Aufklärung 1944. Der Text Erziehung nach Auschwitz von Adorno beginnt mit den Worten: Die Forderung, dass Auschwitz nicht noch einmal sei, ist die allererste an Erziehung. Sie geht so sehr jeglicher anderen voran, dass ich weder glaube, sie begründen zu müssen, noch zu sollen. Ich finde diesen Satz zu Auschwitz zitiert in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung im April 2021 von einem jungen heutigen Popmusiker, Danger Dan von der Gruppe Antilopen Gang. Er drückt damit sein Unverständnis aus über eine heute in der BRD verbreitete Tendenz, mit der Verurteilung von Handlungen des heutigen Israel gegenüber den Palästinensern sich auf die Seite der Gerechten in der Geschichte zu stellen. Als ob man den Makel, zu den Nachfolgemenschen der mordenden Nazis zu gehören, abwaschen könnte durch Vorwürfe an das heutige Israel.
Das politisch-philosophische Programm Adornos daraus trägt den Namen Erziehung zur Entbarbarisierung. In diesem Titel war und ist die Übereinstimmung meines diesbezüglichen Selbst mit Adorno beinahe vollkommen. Verminderung der Gewalt in der Welt, was sich als transparent über meine Arbeit spannen ließe, arbeitet ja an nichts anderem als Versuchen solcher Entbarbarisierung. So, Sprung, ein Schritt daraus in praktische Tätigkeit. Aus all dem ergab sich nach dem 2. Juni 67, nach der Ermordung von, von Benno Ohne Sorg, also Eintritt in den SDS, und Freiburger Gruppe, eng verbunden mit dem Frankfurter SDS. Zusammengefasst habe ich gesagt, der Frankfurter SDS war grob gesprochen Adorno. Fast alle, die ich von dort kennenlernte, kamen aus Adorno-Seminaren. Anders als der Berliner SDS war der Frankfurter Psychoanalyse orientiert. Raimund Reiche, bekannter Psychoanalytiker heute, sprach auf den Delegiertenkonferenzen. K.D. Wolf, mein späterer Verleger, Hans-Jürgen Krahl, waren aus Adorno, sowohl in Marx wie in Freud verankert und alle Gegner des sogenannten real existierenden Sozialismus der Sowjetunion und der DDR, Antistalinismus. Also, etwas war geschehen nach Juni 1967. Wir waren öffentlich geworden, sichtbar auf den Straßen. Das Exil war kein heimliches mehr, kein in Kneipen weggesoffenes. Exile on Main Street. Exil auf der Hauptstraße hielt bald darauf eine Platte der Rolling Stones. Wir hatten das Privileg, unsere Art Exil auf die Straßen tragen zu können, geflüchtet, wie es der ganzen 68er-Kultur bewusst war, ins Auge des Öffentlichen. Parasitäre Öffentlichkeit in Dutschkes Formel. Im Background die Kernfrage, mit Gewalt oder ohne Gewalt, Angriff auf die Herrschaft. Adornos Rede dazu war klar gewesen. Zitat, ich müsste mein ganzes Leben verleugnen, die Erfahrungen mit Hitler und was ich im Stalinismus beobachtet habe, wenn ich dem ewigen Zirkel der Anwendung von Gewalt gegen Gewalt mich nicht verweigern würde. Ich kann mir eine sinnvolle, verändernde Praxis nur als gewaltlose Praxis vorstellen. Adorno. Als der Spiegel dann fragte, ist diese Schwelle überschritten worden, als Studenten versuchten, durch Sitzstreiks die Auslieferung von Springer-Zeitungen zu verhindern, sagt Adorno, nein, diesen Sitzstreik halte ich für legitim. Er war auch gegen die 68er, für die 68er-Aktion gegen Notstandsgesetze und diese Dinge. Für uns die Frage, droht ein neuer Zwang zum Exil? Müssen wir wieder abhauen demnächst? Was keine einfach rhetorische Frage war. Bei mir dieser Satz in den Worten, der, die, das Deutsche hat die Gewalt zu verlernen. Das ist die primäre historische Aufgabe unserer Generation. Was für meine Frau immer selbstverständlich war und mir in den Phasen der beginnenden RAF-Diskussion sehr geholfen hat. So, und nun zurück zur Black Music. Ein gemeinsamer Nenner war sie geworden, jene Altersgenossinnen, die die zurückgekehrten Immigranten verehrten, all jene, die nicht wussten, wie in der Welt sie sich sehen lassen konnten als Kinder der Judenmörder, als Menschen, die das Denken der Immigration in sich aufsogen. Black Music als Kunstform jener Afroamerikaner, die sich aus der Sklavenkultur befreiten, die sich als Fighters for Freedom verstanden, wie Charlie Mingus oder später das Art Ensemble of Chicago, das Sun Ra Orchestra oder Nina Simone, Lena Horne, Harry Belafonte an der Seite von Martin Luther King und die vielen weiteren einer ununterbrochenen Reihe widerständiger Black People bis heute. Immigrationen, Exile nicht gleich sind und Erziehung ist nicht gleich Erziehung. ABC, ABC ist nicht gleich ABC und Antibarbar ist nicht gleich Antibarbar. Wie man einem schönen Rockstück entnehmen kann, das ABC-Boogie tatsächlich heißt 1957, das eine schwarze Lehrerin besingt, Up from Basin Street, eine tänzerische Frau, die ihr Erziehungs-
Erziehungsziel in den Zeilen ausdrückt: No education can be complete without a boogie-woogie-woogie beat. So, damit, ne, Exil der Juden und exilierte Schwarze, das ging zu der Zeit nirgendwo gut zusammen. Und die Frage, die sich da stellt, natürlich, wer waren denn diese Schwarzen eigentlich, diese amerikanischen Schwarzen? Das waren doch alles exilierte par excellence, entführt aus Afrika, aus Sklavereien entsprungen und so weiter und so weiter. Ging aber nicht zusammen. Also Adorno wurde konfrontiert, nachdem er seinen Artikel gegen Jazz geschrieben hatte, und vor allen Dingen betont, dass ihn da der immer gleichbleibende Viererbeat stört. Hört man schon, damit kann er nur den Jazz bis 1930 meinen. Ende, was dann im Bebop und im Free Jazz passiert ist, ist ja genau das Gegenteil, ist ja genau der Versuch, diesem Beat zu entkommen und dem immer gleichen. Das hat er nicht mehr gehört. Und Studenten, die ihm das vorspielen wollten, habe ich aus seiner Nähe erfahren, Coltrane und so, hat er gesagt, will ich nicht hören. Hat er kein Ohr mehr für gehabt. Boah. Mingus spricht von Concentration Camps im amerikanischen Süden. Gut, Black Lives Matter haben wir heute. Und ich sage, das ist seit Mitte der 50er Jahre so. Für uns waren das und für viele andere die wichtigsten Leute. Wie auch Me Too in vielen Fällen keine Geschichte von heute ist, aber heute eine neue Qualität hat, weil wir darunter versammelt haben alle Formen von Sexualitäten, alle Farben, was ich in diesem Begriff Queer-Feminismus heute ausdrücken will und ausdrückt. Es hat sich ungeheuer erweitert. Es hat es natürlich in den 50ern, 60ern nicht gegeben, dass 5 Millionen weltweit am Frauentag auf der Straße gehen und stehen und gegen das Patriarchat demonstrieren. Gibt es aber heute. Ne? Ein Satz, den ich vergessen habe einzuflechten, der aber ganz wichtig ist, aus dem bisherigen zu entnehmen mit Adorno: Verbinden mich Welten, von Adorno trennen mich Welten. Both is true. So, was ist mit dem Antibarbarismus der Schwarzen, der für Adorno kein solcher sein konnte, sondern unter das Barbarische fiel, einschließlich der Beatles? Er wurde direkt gefragt, hat er gesagt, nein, Mörder sind die nicht, aber Barbaren. Wörtlich. Und dazu gibt es ein sehr schönes Buch zu diesem Punkt von Manfred Schneider, das heißt Der Barbar. Er entwickelt dort die These von einem Kulturrecycling. Zum Beispiel, die Germanen zerstören Rom, das Römische Reich, recyceln Rom aber in ihre anschließenden Kultur im Christentum. Das heißt, Barbaren helfen dabei, die jeweils neue Zivilisation, an der sie mitbauen, zu entbarbarisieren. Er führt eine ganze Menge Beispiele dafür an. Und ich glaube, das ist ganz plausibel. So wie man heute, glaube ich, gut sagen kann, Musiken von Sun Ra oder Teile des Art Ensembles of Chicago sind den Forderungen, die Adorno an Musik stellt, die bei Emma Schönberg und der Zwölftonmusik kommen, näher, als was Stockhausen oder Mauricio Kagel gemacht haben. Entbarbarisieren. Also, die sind mit dabei. Und jetzt zu den Musikern. Also dies läuft noch aus in diese ganze Geschichte über die Queer heute, die wir haben, auf eine Kritik des dialektischen Denkens von mir, von dem ich glaube, das liegt hinter uns, auch seine Möglichkeiten. Und dieser neue Zug bei Fridays for Future und in den Queer-Bewegungen ist ja gegen die binären Formen, ausgehend von Mann-Frau-Gegenüberstellung und all dem, und weg mit den Binären, ne? Die Probleme sind immer vielseitig. Dialektisch lässt sich fast nichts lösen und gegenüberstellen. Und es muss auch nicht alles in Lösungen aufgehen, sondern wenn man zum binären Denken kommt, ist ja die Forderung, derer muss man die Freund-Feind-Gegenüberstellung aufgeben. Politik ohne Feind, habe ich das mal genannt. Und wenn man was gegen Klimawandel hinkriegen will, geht das nicht, wenn USA und China sich als Blöcke ewig bekämpfen, kann man das gleich vergessen. Diese Dinge gehen nur über gemeinsame Lösungen von verschiedenen
Staaten auf der Welt. Das gerade in Andeutung kann man dann nachlesen. Und jetzt habe ich noch ein paar Worte zu den Musikern. Jetzt nehme ich zum nächsten Stück. Das ist Seite 35. Nee, wo ist das hier? Sein. Das ist nämlich Luke, der Geiger in dieser Gruppe, spielt in der Gruppe, in der ich selber auch spiele, die auch mal als Post-Schönbergsche Improvisationsgruppe bezeichnet wurde, glaube ich nicht zu Unrecht. Eine Stelle Adornos aus Amorbach, wo sie immer ihre Ferien gemacht haben, schreibt er, neben dem Pianino mit dem Mozart-Medaillon hing im Gastzimmer der Post eine Gitarre. Ihr fehlten ein oder zwei Saiten. Die restlichen waren sehr verstimmt. Ich konnte nicht Gitarre spielen, aber riss mit einem Griff alle Saiten zugleich an und ließ sie vibrieren. Berauscht von der dunklen Dissonanz wohl der ersten so vieltönigen, an die ich geriet. Jahre, ehe ich eine Note von Schönberg kannte. Ich fühlte den Wunsch, so müsste man komponieren, wie diese Gitarre klingt. Als ich später den Vers von Trakl, traurige Gitarren rinnen, las, hörte ich keine andere als die beschädigte von Amorbach. Dazu habe ich angemerkt, solche Gitarren gab das ab Ende 60 im Free Jazz zu hören. Zum Beispiel bei Sonny Sherrock und anderen. Und die Gruppe, die ich hier eingeladen, die auf meinen Wunsch eingeladen worden ist, habe ich gebeten, sie möchten die Adorno-Ansätze aus dem Streichquartett in eine Art Free Jazz überführen. Und das haben sie vorhin ja schon toll vorgeführt. Bitte. Danke.
Ja, verehrte Anwesende, ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und danke nochmal ganz herzlich den Musikern, Klaus Teveleit, der Laudatorin, und hiermit ist die Veranstaltung beendet. Noch einen schönen Nachmittag.